Hallihallo, mein Lieben, guten Morgen. Wir kommen zu einer neuen Tagesbotschaft, zu einer neuen Tagesverlosung. Und ja, ihr seht, also mir geht's schon ein bisschen besser. Ich sage immer, mir geht's schon ein bisschen besser, ne? Also vorgestern hatte ich ja echt zu tun, oder gestern sogar. Ja, ich glaube gestern sogar. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Die letzten 2 Tage waren richtig schlimm mit Fieber und in einer Nacht hatte ich so extremes Fieber. Also erst habe ich gefroren wie so ein Schlot. Da habe ich gedacht, ich liege nackt im Schnee eine Stunde lang und danach hat mich so eine richtige Wärme überrascht. Dann habe ich gedacht, ich bin wie in einer Sauna drinne. Da musste ich mich erstmal komplett ausziehen. Das war so schlimm. Also das war ja wirklich, oh, grauenvoll. Na, also bei der letzten Corona Dings da Bums da, was ich da durchgemacht habe, hatte ich das nur so nicht. Naja, okay, ja, es muss aber wieder aufwärts gehen. Ne? Ich habe Ingwertee getrunken, ich habe Kurkuma mit Honig genommen. Das unterstützt auf jeden Fall auch den Körper. Dann habe ich mir noch eine richtige fette Knoblauchsuppe gemacht. Ne? Also, ich tue jetzt wirklich hier alles hochfahren, was geht, damit ich hier schnell wieder für euch da sein kann. Ne? Vielleicht kann ich ja auch schon die eine oder andere Mini-Legung machen. Ne? Das sage ich euch aber dann über WhatsApp. Ne? Also die, die bei mir gebucht haben oder die hier noch Legungen offen haben, ich schreibe euch dann wirklich an und sage euch, okay, ja, jetzt können wir die Legung machen. Ne? Also, aber da muss es mir dann wirklich dementsprechend gehen. Ne? Also dann bitte nicht überhäufen oder so. Ich sage euch dann schon auf jeden Fall auch hier in den Tagesorakeln an, wie es da weitergeht. So, ja, die Janine, ne, du weißt Bescheid mit deiner Legung, haben wir abgesprochen. Und jetzt ziehen wir das 18. Adventstürchen. Ne? Da gucken wir mal, das 18. Adventstürchen, was hier gewonnen wurde. So, und diese Person hat das 18. Adventstürchen gewonnen. War schon wieder reichlich drin, muss ich sagen. Ja? Und ja, mal gucken, wer gewonnen hat. Oh, ich bin immer so richtig aufgeregt, wenn ich das mache. Oh, Sandra, du hast gewonnen. Sandra Linsner, Mensch, das freut mich natürlich für dich. Ja, diesmal ist es leider keine Legung, aber ich habe hier für dich etwas zum Anfassen, ne, Sandra. Und was du gewonnen hast, also Sandra ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz liebe Stammkundin hier von mir. Natürlich habe ich auch ganz viele andere Stammkundinnen, ne? Die grüße ich auch nochmal ganz, ganz lieb. Ja, Sandra, und du hast hier diesen ganz, ganz wundervollen Ring Blume des Lebens gewonnen bei mir, ne? Genau. Den hast du gewonnen, melde dich da einfach mal. Und wie schon gesagt, sobald es mir besser geht, gehen dann einiges an kleinen Paketchen hier fort. Und ja, machen sich dann hoffentlich noch vor Weihnachten zu euch, gell? Das hoffen wir doch mal. Genau, Sandra, melde dich hier. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier auch gewonnen hast. Und an alle, die schon gewonnen haben, bitte, ihr müsst nicht nochmal, ihr könnt ganz normal drunter kommentieren, aber dann nicht nochmal mit einer Zahl, gell? Dass ich das nochmal sage, dass ja auch noch andere Menschen die Chance haben. Und die, die natürlich nichts gewonnen haben, ich lasse mir auf jeden Fall noch irgendwas einfallen dann im nächsten Jahr, wie ich euch so ein bisschen ja, entgegenkommen kann auch, ja? Wieder mit Rabattaktionen und vielleicht auch mal ein Live, wo ich eine Frage für euch beantworte. Ja, also das wird dann so rein individuell. Und guck mal, das ist auch wie so ein Geschenk. Ne? Also am heutigen Tag geht es hier darum, dass sich ein Geschenk erwartet. Vielleicht bekommst du auch von jemandem etwas. Oh, da haben wir auch viele Energien hier. Meine Güte. Also erstmal kriegst du heute irgendwas, irgendein Geschenk, irgendwas, was sich wie ein Geschenk anfühlt. Dann sollst du dich wirklich von deinem immer inneren Wolf führen lassen. Dann muss irgendetwas noch so ein bisschen überwunden, überhürdet werden. Dann geht es darum, dass Gefühle fließen. Und zu guter Letzt ist das Wachstum, ne? Also hier ist der fruchtbare Lebensbaum. Es beginnt zu wachsen auf fruchtbaren Boden. Übrigens, das ist mein Freyas Orakel, wenn du das gerne haben möchtest, ne, in meinem Shop. Also nochmal, heute kommt irgendetwas auf dich zu, was wie so ein Geschenk ist. Du sollst sehr, sehr stark auf dein inneres Gefühl hören. Irgendeine Hürde muss noch überwunden werden. Also irgend so ein, vielleicht,
Ach, ich habe so einen Menschen vor mir, der über so einen ganz, ganz großen Eisberg steigen will, ne, damit es hier wieder fließt, damit überhaupt die Fruchtbarkeit ins Leben wiederkommt, ne, damit hier irgendwas zu wachsen beginnt. Kann natürlich auch, weil die Fische hier mit dabei sind, um Finanzen oder irgendwas gehen, ne? Oder vielleicht auch wirklich hier um Gegenüber, um eine Situation hier. So, wir machen wieder vier Karten, ne? Ihr wisst Bescheid. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. So. Die sieben der Münzen. Ja. Also man betrachtet sich ja noch einiges, ne? Vielleicht betrachtet man sich auch etwas, was mit der Arbeit zu tun hat, oder man betrachtet sich vielleicht auch hier etwas, woran man noch arbeiten möchte. Vielleicht will man hier schon noch ein bisschen mehr generieren, ne? Wir sehen hier die Königin der Schwerter. Es geht um Klarheit, es geht um Wahrheit, es geht um eine klare Kommunikation und um eine Chance, hier miteinander zu kommunizieren. Sechs der Schwerter. Naja, man steuert hier schon so in gewissermaßen ein anderes Ufer an, ne, ist aber sehr, sehr traurig darüber hier. Und es geht aber hier um die Stabilität, ne, vielleicht auch zu jemanden. Irgendetwas belastet hier. Man ist in so einer Verteidigungshaltung. Irgendwie verteidigt man sich in irgendeiner Angelegenheit. Aber hier kommt die Fülle wieder rein, soll ich sagen, weil es wird jetzt hier an einer Sache gearbeitet. Ne? Hier wird jetzt etwas fertiggestellt, man arbeitet hier an einer Sache, man fühlt sich noch so ein bisschen gefangen, aber das schließt man hier ab. Ja, das ist schon mal gut. Dann haben wir, das Ass der Kelche, das ist die absolute Liebe, ja, aber der Teufel dann mit drinnen, ne? Also als Arcana-Karte. Dann die zwei der Kelche. Heieieiei, hier ist aber sehr, sehr viel Kelch-Energie heute dabei. Und ich möchte jetzt mal bitte noch etwas auf den Teufel. Naja, der alte Schlot, gell? Ah, das ist gut. Das ist gut. Also. Komm, ich brauche nur eine auf die 10 der Schwerter. Die will ich jetzt auch noch mal ganz kurz. Ah, okay. Gut. Ja, also was mir jetzt hier reinkommt, mit diesen Karten, wenn ich die so vor mir sehe, dann sehe ich, dass sich heute hier eine Chance bieten wird. Eine gefühlvolle Chance, eine Chance auf Liebe, eine Chance, wo wieder etwas ins Fließen kommt. Ne, hier war vielleicht auch so eine manipulative, dunkle, teuflische Energie mit dabei, ne, was einen so richtig niedergestreckt hat. Aber jetzt tut man sozusagen, also ich hab das jetzt bildlich vor mir. Guck mal, das ist dann der Teufel. Reingesprickt, ja. Reingespickt mit 10 Schwertern, ne? Also dieser Teufel, der wird niedergelegt, kannst du sagen. So kommt's mir rein. Und hier wird was siegreich gemacht. Man erfährt dann hier einen Sieg in der Liebe. Und hier kann eine Wiedervereinigung mit einem Menschen stattfinden. Hier reichen sich zwei Parteien wieder die Hände. Da muss ich mich gerade an meinen ganz, ganz wundervollen Traum erinnern von früher. Ne, mit meiner, da hatte ich eine ganz, ganz große Liebe gehabt, und diese Liebe ist mir auch wieder im Traum erschienen hier. Gestern war das, glaube ich, oder vorgestern. Ey, das war so schön. Ja, und ja, genau. Und ja, diese Liebe hieß Ronny. Und ich weiß zwar nicht, warum ich das gerade sage hier, aber irgendwie, sehe ich hier ganz einfach eine Energie. Hier war immer wieder so Manipulationsenergie, Verstrickungen. Es waren dunkle Machenschaften hier vielleicht auch so mit drinne. Ne? Und jetzt hat man den Teufel erlegt, und jetzt reicht man sich hier wieder die Hände. Ne? Also hier kommt man vielleicht auch aufeinander zu, ist wieder in seiner gewissen Harmonie. Und dann sehe ich hier, dass jemand kommt. Also da bricht jemand auf in deine Richtung. Soll ich dir sagen, mit einem Kelch, dieser Mensch möchte dir etwas reichen, ne? Und was er dir reichen möchte, das ist sehr, sehr tief, weil das hier ein Brunnen ist. Und ein Brunnen kann ganz, ganz tief nach unten gehen, ne? Also er möchte dir etwas reichen, was von einem hohen Wert ist. Also so können wir das schon sagen, ja. Und für einige andere kann es ja wirklich sein, wenn es hier kein Mensch ist, dann ist es eine Situation, die mit dir zu tun hat, dass du hier wieder in deine Gefühle reinkommst, dass das Dunkle jetzt dieses
immer so wieder, was sich niedergestreckt hat, dass das rausgeht und dass sich deine Energien Yin und Yang hier wieder vereinigen, ne? Und ja, dass man hier einfach in seine tiefen Gefühle wieder reinkommt, ne? Das ist doch schon mal super. Im Beruflichen sehen wir auch, dass hier an einer Sache gearbeitet wird. Also man hat sich hier vielleicht auch schon einiges aufgebaut und man macht jetzt ganz einfach eine klare Kommunikation, ne? Vielleicht schneidet man sich von einigen Themen ab und steuert hier auch etwas anderes an, was man vielleicht auch gerne machen möchte. Vielleicht auch eine Sache, die mit Blockaden oder Ängsten und sowas zu tun hat. Ne? Und dich macht das schon ganz, ganz, ganz schön traurig, sehe ich hier. Aber du schaffst das, ne? Du schaffst das, es wird wieder stabil. Und diese, klar, diese Belastungen, du verteidigst dich halt hier noch ein bisschen, weil es dich noch belastet. Aber was im Endeffekt rauskommt, sind die 10 der Münzen, das ist die Fülle. Ne? Und hier sehen wir auch, also entweder machst du irgendetwas, was mit Liebe zu tun hat, Gefühlen, mit Blockaden, Ängsten, wenn du vielleicht selbstständig bist. Oder es ist ganz einfach so, dass man hier wieder in seine Gefühle reinkommt. Ne, dieses Manipulative im Beruflichen geht raus, weil man jetzt einen Sieg hier einfährt in der Situation. Und man reicht sich ja auch wieder die Hände. Es wird wieder harmonischer. Und ja, und der Brunnen kann natürlich auch hier wieder gefüllt werden. Ne? Sehr, sehr schön. So, gucken wir mal, was die Lenormand-Karten noch sagen. Okay, Moment. Ich würde sagen, wir gucken mal noch rein, was da ist. Was ist das hier für ein Geheimnis, was so nagt? Ach Gott, das sind aber viele Karten. Man guckt sich hier noch Entscheidungen an. Aha, die mit einer Kommunikation zu tun hat. Man wünscht sich ja eine Kommunikation. Man richtet sich auf das Labyrinth. Was ist das Labyrinth? Und das Kreuz. Okay, gut. Es geht auf jeden Fall um Wachstum und um Heilung. Ja, es geht um einen Neuanfang. Vielleicht geht es ja auch noch um eine Verbindung. Vielleicht hat eine Person eine neue Verbindung irgendwie mit jemand anderes. Oder es geht ganz einfach darum, hier wieder Wachstum in eine beständige Verbindung reinzubringen. Ne? Und ich sehe irgendeine Situation, irgendeine Verbindung ist noch verstrickt hier. Ne? Aber man findet irgendwie eine Lösung, diese Unruhe hier zu meistern. Ja, dass man hier Entscheidungen trifft, welche Aktionen man macht. Und ich sehe, du schaust hier auf positive Veränderungen hier. Ja, dann sehe ich nämlich, dass hier auch noch im Inneren etwas nagt. Also hier ist noch etwas Unausgesprochenes, was hier ja ganz einfach wie so ein Verlust, wie so ein nagendes Gefühl hier dich immer wieder packt. Und es geht dir einfach darum, dass du die Entscheidungen in deinem Inneren anguckst, weil du dir eine Kommunikation wünschst. Ne? Ach, ich sehe das ja gar nicht. Mensch. Okay, jetzt. So, es geht dir um Kommunikation. Ne? Man wünscht sich Kommunikation. Vielleicht will man aber auch nochmal mit jemand reden über bestimmte Dinge. Auf jeden Fall richtet man sich hier auf dieses, auf diese Irrwege auf dieses Labyrinth. Man will einfach da rausfinden aus diesem Labyrinth und hofft natürlich auch. Ne? Man hofft hier aus diesen Irrwegen wegzufinden, rauszufinden. Und ich sehe nämlich hier, man hofft natürlich, dass es etwas Schicksalhaftes ist und man glaubt auch daran. Also mir kommt dieses Kreuz diesmal nicht als eine Belastung rein, sondern klar, in gewissermaßen belastet es schon so ein bisschen deine Lebensfreude, aber du glaubst daran. Ne? Du glaubst hier an etwas, du wünschst dir eine Kommunikation, du glaubst, du hast Hoffnung, du hast Hoffnung, dass man hier jemals aus diesen Irrwegen rausfinden wird. Ne? Okay. Im Beruflichen sehen wir, hier kommt auch ein Wachstum rein. Vielleicht hast du was Neues, einen neuen Vertrag, der aber noch so ein paar bestimmte Komplikationen mit sich bringt, ne? Irgendwelche Hindernisse. Aber da für diese Unruhe wird auch eine Lösung gefunden hier. Und wenn es um behördliche Themen geht, dann geht es hier vielleicht auch noch um einen Vertrag, was mit einem Kind zu tun hat. Und dass es da auch noch irgendwas gibt, was hier zu bereinigen ne, ist auf jeden Fall. Und da werden auch noch Lösungen gefunden. Und auch hier geht es im Beruflichen darum,
dass man sich vielleicht gerne mitteilen möchte, dass man gerne sagen möchte, was hier so einen gewissen Verlust macht, ne, dass man hier noch Entscheidungen trifft, sich irgendwie aufzumachen, was man sich gerne wünschen würde, was vielleicht auch mit einem Vertrag, mit einem neuen Vertrag zu tun hat oder vielleicht auch, wenn es jetzt um einen Vertrag, was mit einem Kind, wo es um den Kind geht, vielleicht auch Unterhaltsthemen, ne, dass man hier auch nochmal sich anguckt, ja, wie kann man das Ganze irgendwie meistern? Ja, wie kann man das Ganze verbessern? Und da richtet man sich halt wirklich auch auf dieses Labyrinth aus, um da irgendwie so die Hoffnung reinzulegen, da rauszukommen. Ne? Also mir kommt ja echt stark so der Glaube. Ne? Verlier den Glauben nicht, alles wird gut. Und ich denke, das ist noch dieses Hindernis, was überwunden werden muss, ne? Dieses Labyrinth, dieser Teufel, der wird sowieso niedergestreckt, ganz einfach, ne? So ist das mit dunklen Energien, die sich immer wieder in irgendwelche Wege anderer reinstellen, ne? Wir sagen immer, das Gute siegt am Ende eh, egal wie es gerade da draußen aussieht, ne? Ja, so ist das ganz einfach. Was sagen denn die Engel und Ahnen hier? Da ist der Herbst und er sagt, lass das Alte los und ruhe aus. Ne? Also lass hier diese Dinge los, diese ganz alten Sachen, lass die fallen, lass dieses Nagende los und versuch einfach hier in deinem Glauben zu bleiben. Ja? Bleib in deinem Glauben. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch eine ziehen muss. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas möchte mir noch gesagt werden. Mal gucken. Ja, und bleib gut verwurzelt und geerdet, gell? Also das ist ganz wichtig. Lass das Alte hier los, lass dieses ganze Chaos los hier, damit du überhaupt in deine Fülle kommen kannst. Ne? Überwinde diesen Berg. Du bist stark genug, um das zu meistern. Ja, und dann bleib gut in deiner Mitte und gut geerdet. Dann schaffst du das natürlich. Ne? Okay, und dann wäre es natürlich cool, wenn uns jetzt die Algis mit begleitet, gell? Oder die Urus. Na, mal schauen. Also, welche Rune begleitet uns denn heute hier durch den Tag? Ich habe zwei. Das ist einmal die Vunjo, die steht für die Freude, für die Hoffnung, für das Glück, für den Frieden. Und die Turisasana, das ist natürlich auch eine ganz, ganz große Schutzrune, ne? Also die Turisasana ist ja auch immer der Kelch, aber auch der Dorn, der wehtun kann, ne? Also, meistens ist es so, es tut erstmal weh mit der Turisasana, ne? Das ist nämlich die Rune des Donners, also. Und da kann das auf jeden Fall pieksen, ne? Also hier piekst was, aber danach kann es auch fließen. Ne, also stell dir das mal vor. Wir hatten das Hindernis hier oben bei den Hauptkarten. Stell dir mal so den Berg vor. Ne? Der Berg wird immer kleiner und kleiner und kleiner und dann ist er weg. So ungefähr. Also so sollte es jetzt irgendwie zeigen. Also hier kann es nochmal so wie pieksen, wehtun, ja, Aua machen. Aber dann kommt hier die Freude, Hoffnung und das Glück rein. Ne, ich glaube, das hat man doch erst so. So, meine Lieben, ich werde jetzt mal aktivieren. Also erstmal die Turisas für den Schutz, aber auch nochmal für den Piekser und dann noch die Wunjo hier für, na, wo ist er denn? Hä, wo hat sie sich denn versteckt, die Wunjo? Ach, hier. Ach, Leute. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch mal noch einen ganz, ganz wundervollen Dienstag. Ich schaue halt, ob ich noch was reingeben kann oder nicht, je nachdem, wie ich mich fühle, gell? Ciao, ciao.